Ich glaube, es war leider eine verdiente Niederlage, weil Atletico Madrid ein bisschen mehr getan hat als wir. Sie wollten einfach mehr den Sieg heute Abend haben. Und lieber Carlo, es ist dein Debüt heute Abend beim Bankett. Das ist Kultur des FC Bayern, aber man kann sich leider das Debüt nicht aussuchen. Nach 8 Spielen in Folge, die wir allesamt gewonnen haben. Ich glaube, es macht keinen Sinn, da ein Drama rauszumachen. Es ist nur wichtig, dass wir jetzt direkt am Samstag darauf reagieren gegen den ersten FC Köln und dann die Tabellenführung der Bundesliga verteidigen. Niederlagen sind manchmal gut, wenn man daraus lernt. Ich glaube, ich habe gelesen von Manuel Neuer, der gesagt hat, wir waren heute etwas zu wenig darauf erpicht, das Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, dem muss man nichts hinzuzufügen. Da hat er, denke ich, den Nagel auf den Kopf getroffen. Es ist alles drin noch in der Champions League, auch Platz 1. Das sollte man nicht vergessen. Und wir haben jetzt noch 4 Spiele, in denen alles möglich ist. Wir müssen nur eben da sorgen, dass wir dann eben die Punkte holen, die wir am Ende des Tages brauchen, um dort als hoffentlich Gruppenerster aus der Geschichte rauszugehen. Das ist alles noch möglich.